kann ja mal passieren, ne? Oh, nee, jetzt. Nö. Nö, 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 nö. Okay. Lassen wir lieber. Genau, ich bin hier hoch. Dann haben wir hier umgeschalten. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So, immer Gas. Dann hatten wir da hinten noch eins. Das war dann hier irgendwo. Da war noch was. Nehmen wir auch. Gibt's hier noch irgendwo was? Dort vorne sind Cat. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. So. Wird ja auch Zeit, dass sie sich auf der Party blicken lassen. Ich glaube, ich habe sie wütend gemacht. Sehr gut. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Nicht übel. Haben wir es jetzt? Ups. Na, einer ist doch da noch. Enzymampullen. Der Gegner ist jetzt abwesend.
Wir sind ein tolles Team. Ja, wir halt einfach mal einen Schädel da so stehen lassen, ne? Das können Sie laut sagen. Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Ja, das haben Sie. Na, wir arbeiten gut zusammen. Ja, hat ja gerade ganz gut geklappt. Mein gut, der erste Fail, das war mein Fail. Dafür kann er ja nichts. Sie sind auch nicht übel, alter Mann. Vielleicht sollten wir doch zusammenarbeiten. Der Kampf war ziemlich gut. Aber Sie sind trotzdem von der Nexus. Und so grün hinter den Ohren wie ein Drell. Trotzdem sagt mir irgendwas, dass Sie Potenzial haben. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Ich bin dabei. Zeigen Sie mir nur, in welcher Richtung Ihr Schiff ist. Und versuchen Sie, Schritt zu halten. Das wird fantastisch. Wieso Schritt halten? Ich habe ein Auto. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Oh. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Das ist eine große Entscheidung. Wir haben es im Team vollbracht, also wollen wir auch hören, was das Team für eine Meinung hat. Ich möchte es zumindest hören, also fragen wir mal nach. Was sagen Sie dazu? Militär oder Wissenschaft? Der Pathfinder entscheidet. Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Unsere Kolonisten müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Okay. Also ich hätte ja fast gesagt, hier gut, erstmal ja ein bisschen Militär und so, ne? Aber wenn das die Pläne in Andromeda repräsentieren, wie Sam ja gerade sagte, und wir sind ja hier, um eine neue Welt, beziehungsweise eine neue Heimat zu finden, sowie zu erkunden. Erkundung ist Wissenschaft, daher ein wissenschaftlicher Außenposten. Ja, finde ich gut, ein wissenschaftlicher. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet, bereit auf Ihr Signal. Standbein. Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen.
Wir waren ja nicht alleine, wir hatten ja Hilfe. Es war die Arbeit vieler. Ohne sie wären wir nie so weit gekommen. Das weiß ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. Eos ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für sie haben sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Ihre Skepsis war berechtigt. Ich meine, sie kannte uns nicht. Sie hatte einfach nur Vorurteile. Und eine ziemlich miese Laune. Aber was hat sie vor? Ich weiß gern, was auf mich zukommt. Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft, aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Streitereien sind sinnlos, wäre die emotionale. Sie sind genauso manipulativ, ist in einer gewissen Weise richtig, wäre die logische. Das wäre die professionelle und das wäre die vierte Wahl, die ich mir nicht merken kann. ja. Da werde ich diese Auswahl nehmen. Mir ist egal, warum jemand hilft. Hauptsache, er tut es. Das kommt mir bekannt vor. Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus. Lebensfähigkeit erhalten. 300 Andromeda Lebensfähigkeitspunkte. Eos Lebensfähigkeit enthüllt. Mit Edison auf der Nexus sprechen, die war doch gerade hier. Mit Ten im Pathfinder Hauptquartier auf der Nexus sprechen. Der Eos-Strahlung Zeit geben, sich aufzulösen. Sind wir schon bei 76%. Erinnerungsauslöser. Was ist denn das Blaue hier? Neue Mission haben wir hier und hier. Ach, unser Schiff steht auf einmal auch hier. Wo ist unser Nomad? Hallo? Irgendwo da vorne steht er. Oh du mein Nexus, wo bist du? Ah, da steht er.
Hä? Okay. Waffe ziehen geht hier nicht. Nomad, das üben wir nochmal. Da müssen wir rüber. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ja, Sam, bin ich gerade dabei. Ja? Ja, hier tut er doch schon was. Ah, hier haben wir. So, darum. Was für ein Anblick. Wow, das ist atemberaubend. Oh oh. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Glaub, hier sollten wir noch nicht sein. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Stop. So, haben wir wieder heile Macht. Okay, wir müssen jetzt eh. Boah, das geht mit der Nexus gar nicht, mit dem Nomad gar nicht. Den Planeten verlassen? Ja. Wir werden aber definitiv wiederkommen. Austritt erfolgt. Tja, aber wow. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drag noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Boah, soll mir recht sein. Wohlfühlen ist wichtig. Wir sind Abenteurer. Solange sich das Team wohlfühlt, ist mir alles recht. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe. Den Blick genau. Nach vorn. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird.
Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Bei dem, was sich jetzt rausgestellt hat, was noch auf uns zukommt, dürfte harte Arbeit die richtige Aussage sein. Helios hat uns überrascht, weil es neu für uns war. Für uns alle. Also sollten wir rausfinden, welche Regeln hier gelten und versuchen, uns daran zu halten. Klingt gut. Wenn ich eines wirklich gut kann, dann ist es, mir Regeln auszudenken. Von Regeln ausdenken war nicht die Rede. Können wir bitte die Anarchie auf ein Minimum beschränken? Okay. Zurück auf die Nexus. PB, Drag, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Naja. Sie haben ungenutzte Forschungsdaten. Begeben Sie sich zu einer Forschungsstation, um neue Projekte freizuschalten. Verbesserungen sind seltene Materialien, die zu bestimmten Bauplänen hinzugefügt werden können. Halt. Falsch. Entschuldigung. Den wollten wir. Jetzt erstmal. Spiel speichern. Fähigkeiten. Inventar. Forschung. Pathfinder Pionier. Okay, das klappt hier wohl nicht so. Ryder, wenn Sie mal kurz Zeit haben, schauen Sie doch bitte in der Krankenstation vorbei. Natürlich, warum nicht? Wo bitte ist die Krankenstation? I have found a Nomad. Okay, aber Krankenstation. Falls Sie mich suchen, ich bin im Rettungskapselraum. Ah, der Pathfinder dreht seine Runde. Und Sie besuchen sogar die miesen Ecken, hm? Wollen Sie sich mal ansehen, wie sich das Gesindel so durchschlägt? Auf unserem Schiff gibt es keine miesen Ecken. Hey, das hier ist der wichtigste Bereich des Schiffes. Wow, erzählen Sie mir nicht, die da oben hätten zur Abwechslung mal jemandem mit Verstand das Kommando übertragen. Ich stehe Ihnen zu Diensten. Okay, ich wollte nur mal sehen, wie es dem Schiff so geht. Ich kann aus diesem Baby mehr rausholen, als viele denken, aber wir sollten trotzdem immer mal wieder einen Zwischenstopp an der Nexus einlegen. Zumindest vorerst. Wissen Sie eigentlich, wie gut es sich anfühlt, wieder unterwegs zu sein? Wenn man zu lange untätig ist, wird man träge. Das gilt für uns genau wie für Schiffe. Wirklich. Als ich auf der Nexus festsaß, habe ich es echt bereut, mich der Initiative angeschlossen zu haben. Die genau wie viele andere auch. Ich bezweifle, dass das nur Ihnen so ging. Ja, aber für mich ist Reue etwas vollkommen Neues. Ich neige dazu, so zu leben, wie ich arbeite. Nach dem Motto, fühl es, tu es. Ohne zu viele enge Bindungen und ohne große Ziele. Ich dachte, vielleicht finde ich ja in Andromeda meine wahre Bestimmung. Dann bin ich hier angekommen und, ups, musste feststellen, dass es kein Zurück mehr gibt. Ich bin auf dieser Station fast wahnsinnig geworden. Sie können sich nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als Sie aufgetaucht sind. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was machen wir denn mit dem? Ich helfe Ihnen, ein Ziel zu finden. Ich kann noch mehr als nur auftauchen. Hä? Ah, okay, mit dem kann man wohl Flirt töten.
Ich meine nicht mich speziell, oder? Vermute, er wird die Hyperion meinen. Sie meinen, wie glücklich sie waren, weil ein Pathfinder aufgetaucht ist. Ist doch Jacke wie Hose. Entscheiden Sie einfach weiter, wohin dieses Schiff fliegen soll, und ich sorge dafür, dass es auch dort ankommt. Einverstanden? Einverstanden. Du Gil Brody. Wir können scannen. Daten, Otzi Antriebskern, Itazza-Variante, Registrierung Aufklärungsschiff, Tempest 25-27, aktuelle Funktionalität optimal. Analyse, der Antriebskern der Tempest ist für den Langstreckenbetrieb sowie die Maximierung der Triebwerkeffizienz ausgelegt. Okay. Bei Star Trek hieß das doch Warpkern, oder? Ah, Star Trek ist auch lange her. Also da haben wir ja schon mal mit dem... Achso, ja, da lotst er mich nur vor. Gibt es hier irgendwas? Außer ein Aufzug, den kenne ich schon. Oh, wo geht's denn da noch hin? Lups. Oh, Leiter gibt's ja auch noch. Wo geht's denn da hin? Ich bin ja nicht neugierig, ich muss nur alles wissen. Echt jetzt? Okay. Guck. Crewquarters. Hier schläft der Großteil der Crew. Gemütlich, was? Aber in ihrem Zimmer ist die Aussicht besser. Ja, mal überprüfen. Nicht, dass hier irgendwelche illegalen Waren an Bord sind. Scheinbar nicht. Crew Infoboard aktivieren. Okay. Wir haben wohl wieder ein bisschen was zum Lesen vor uns. Da brauchen wir erstmal noch kurz... Ein Schluck zum Trinken. Okay, Abendessen heute. Null-Eintrag. Tut mir leid, Leute. Ich habe vergessen, dass wir uns abwechseln und die Hälfte der Rationen ist noch nicht ausgepackt. Kallo. Kommentare. Kein Ding, Kallo. In der Küche stehen Suppe, rechts drehend und links drehend für mich. Und Obstsalat, Vetra. Rechts drehen und links drehen, den muss ich nicht verstehen, oder? Und wir wären beinahe ohne sie gestartet. Kallo. Gefunden, Kaffeetasse. Ich habe gestern in der Nähe des Biolabors eine Kaffeetasse gefunden. Cooles Ding mit magnetischem Sockel. Klebte seitlich an einem Schott, Cora. Kommentar. Die gehört mir, ich habe sie nur abgestellt, weil ich die Hände voll hatte. Sophie. Nächstes Mal vielleicht vorher austrinken? Oder? Okay. Will einer mit mir eine Couch schleppen? Ja, was? Im Moment nicht, aber sie bleiben auf meiner Liste. Vor allem, wenn sie biotisch sind und das Gewicht reduzieren können. Ich zahle später in Bier oder was immer wir finden. Liam. Liam? Was hast du vor? Kommentare. Ist das Ihr Ernst? Sophie? Ich scherze niemals, wenn es um bequeme Sitzmöbel geht. Liam. Bequem ist nicht das richtige Wort. Vetra.
Sie sind doch nur neidisch auf den besten Platz im Haus. Liam. Und von Vetra. Nein, und das hier ist kein Haus. Ja, das ist richtig, das ist ein Raumschiff. Willkommen auf Ihrem neuen Infoboard. Glückwunsch, Pathfinder Rider, zur erfolgreichen Installation Ihres Infoboard V3.4. Sie können jetzt sich selbst und Ihre Crew über die aktuellsten Entwicklungen an Bord der Tempest auf dem Laufenden halten. Infoboard 6. VI 6, ja. Kommentare? Okay, ich habe für jeden ein Nutzerkonto eingerichtet. Viel Spaß damit. Cora. Wir können hier also alles posten. Liam. Alles, was die ganze Crew sehen soll, aber das Einfügen von Bildern habe ich deaktiviert. Cora. Und von Liam ein Jammer. Sag mal, Liam, du bist schon so ein kleiner Versauter, oder? Vermute ich jetzt mal nur so, also. Breck und Peavy gehören offiziell zum Team. Ich habe die Zuweisungspapiere für die Nexus fertiggestellt. Ein paar Details musste ich frisieren, aber sie sind jetzt beide offizielle Mitglieder des Pathfinder-Teams. Willkommen. Und Dreck, ich wollte bei Ihnen nur offiziell sicher gehen. Wegen dem, was ich gesagt habe. Cora. Kommentare. Nur die Ruhe, Harper. Die besten Kopfnüsse sieht man niemals kommen. Dreck. Ich werde es mir merken. Cora. Den haben wir schon. Nächste Stufe, 398 ALP. Okay. Haben wir ja bald soweit. Ah, Peavy. Sie sind nicht Harry. Was hat mich verraten? Meine blaue Haut? Habitat 7 war letztlich doch ein bisschen zu aufregend für Harry. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen und sich um ihre Schwester zu kümmern. Captain, danke, dass du reingeschaut hast. Und das glaub war ein falscher Copy-Paste, hä? Nichtsdestotrotz wünsche ich dir noch eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal wieder. Er hat sich entschieden, seinen Ruhestand auf der Hyperion zu verbringen. Clevere Entscheidung. Ja, eigentlich war es eine clevere Entscheidung. Aber... Freut mich, Sie bei uns zu haben, Dr. Tepero. Danke, ich werde mein Bestes geben. Und jetzt halten Sie still. Au! Tut mir leid. Soweit ich mich erinnere, waren Sie auch schon mal sanfter. Ich muss mich noch an die Situation gewöhnen. Ich dachte, ich würde Kolonisten aufwecken. Stattdessen kümmere ich mich jetzt um den Pathfinder. Oh, sie wird ja schon gedeckt zu kriegen. Ich bin mir sicher, ich bin bei Ihnen in den besten Händen. Ich habe gerade auf Sie eingestochen. Wir alle haben mal einen schlechten Tag. Ich wollte schon immer an Außeneinsätzen teilnehmen, aber jetzt geschieht alles so schnell. Konzentrieren Sie sich auf das Positive. Das hilft. Sie haben recht. Ich schätze, das ist meine Gelegenheit, fremde Spezies aus nächster Nähe zu studieren. Es wäre schwierig, ein Cat-Exemplar auf die Hyperion zu bringen, aber hier? Was? Einen Cat-Leichnam für eine Autopsie. Ein lebendes Exemplar wäre natürlich noch besser, aber ich bin ja bescheiden. Wieso interessieren Sie sich für die Cat? Hat Harry es Ihnen nicht erzählt? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie. Meine Dissertation über die kroganische Virilität und Aggressivität hat mir meinen Platz in der Initiative eingebracht. Aha. Hatten die da nicht eventuell ein paar Hintergedanken? Also hier können wir auch Flöte töten. Sie sind Anatomen und Ärztin? Ja, finde ich passend. Das ist ein sehr heikles Thema. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Dort gab es jede Menge kroganische Söldner. Das beste Habitat außerhalb von T'Chanka. Aber wir hatten gerade über die Cat gesprochen. Eine Autopsie könnte uns Aufschluss über mögliche Schwächen geben, über ihre durchschnittliche Lebenserwartung. Verstehe.
Denken Sie einfach darüber nach. Sam, achte darauf, dass der Pathfinder auch brav sein Gemüse isst. Glaub mir, der muss sich doch ein bisschen anbandeln. Vielleicht wird er dann ein bisschen handsamer. Können wir da eigentlich noch was labern? Wir haben also eine neue Passagierin. Sie meinen Phoebe? Ja, und sie hat sich entschieden, sich in einer der Rettungskapseln einzurichten. Man muss keine Psychologin sein, um daraus zu schließen, dass da jemand Bindungsängste hat. Okay. Also wir haben schon mal rausgefunden, Phoebe hat Bindungsängste. Boah, mit der ganzen Flut an Informationen, ich werde so überfordert sein. Wir fragen mal durch. Wie schlägt sich die Crew ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Boah, können da nicht einfach die Namen stehen? Warum sortieren Sie sie auf diese Weise? Warum nicht? Das macht es einfacher, bestimmte Verhaltensmuster zu erkennen. Okay. Wie kommen die menschlichen Crewmitglieder zurecht? Davon gibt es viele. Über wen genau möchten Sie reden? Also Liam, das ist schon so... Wie geht's Liam? Liam ist eine echte Herausforderung. Jedes Mal, wenn ich ihn gerade wieder zusammengeflickt habe, bricht er sich irgendwas anderes. Seine Wir-können-nicht-verlieren-Einstellung ist bewundernswert. Aber ich mache mir Sorgen, wie er damit umgehen wird, falls doch mal etwas schief geht. Danke für Ihre Offenheit. So, wir fragen mal den Rest auch noch durch. Ich muss mit Ihnen reden. Es geht um etwas Privates. Natürlich, dafür bin ich ja da. Als mein Vater gestorben ist, hat er bestimmte Bereiche von Sams Speicher blockiert. Dinge, von denen er nicht wollte, dass ich sie sehe. Oder von denen er dachte, dass sie noch nicht bereit dafür sind. Mag sein. Jedenfalls habe ich diesen Auslöser entdeckt. Er hat ein Erinnerungsfragment meines Vaters auf der Citadel freigegeben. Aus der Zeit, als die Allianz seine KI-Pläne abgelehnt hat. Und als er herausfand, dass die Krankheit meiner Mutter tödlich verlaufen würde. Was denken Sie? Wieso hat Ihr Vater gerade diese Erinnerung ausgewählt? Natürlich, es war ein Wendepunkt, logisch, aber es lässt sich nicht immer alles in Logik erklären. Besonders, wenn Gefühle im Spiel sind. Wer weiß, mein Vater hatte schon immer viele Geheimnisse. Aber jetzt teilt er sie mit Ihnen. Das ist doch schon mal etwas. Ja, das stimmt aber auch. Wie lange sind Sie und Harry schon befreundet? Lange. Ich kannte ihn schon, als er noch nicht über seine Arthritis geklagt hat. Wir sind uns bei einem medizinischen Kongress auf der Citadel begegnet. Er referierte dort über Neurochirurgie in Umgebungen mit geringer Schwerkraft. Sein Namensschild war vollkommen zerknittert, aber er war so verdammt selbstbewusst. Ich wusste sofort, dass wir Freunde werden würden. Aha. Wie kamen Sie zur Medizin? Meine Mutter war Tänzerin auf Omega und mein Vater war Türsteher. Ich habe ihn immer zusammengeflickt, wenn er mal wieder eine anstrengende Nacht hatte. Dabei ist ihm aufgefallen, wie ruhig meine Hände waren. Sie steckten jeden Credit, den sie verdient haben, in meine Ausbildung. Sind Sie auch hier in Helios? Nein, sie sind beide bei einem Revierkampf ums Leben gekommen. Das hat es mir leichter gemacht, die Milchstraße hinter mir zu lassen. Man sieht sich, Arbeit auf der Hyperion. Wie ist eine Asari-Ärztin auf der menschlichen Arche gelandet? Ich bin Expertin für Alien-Anatomie, erinnern Sie sich? Das schließt auch Menschen mit ein. Außerdem hatte Harry darauf bestanden. Vielleicht wusste er ja schon damals, dass er später den Job mit mir tauschen wollte.
Ja, durchaus möglich. Wären dann aber sehr weite Zukunftspläne gewesen. Man sieht sich. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Das finde ich schön für Sie, aber ich werde hier nie wieder runterfinden. Was ist das denn? Investieren Sie Credits, um Riders Fähigkeiten zurückzusetzen. Bei jeder weiteren Nutzung der Respect Station steigen die Kosten. Okay. Keine Ahnung, um was es da geht, aber oh, ein Datenpad. Sie schaffen das. Sie brauchen keinen alten Mann, der einige hundert Jahre jünger ist als Sie, der Ihnen sagt, dass Sie für diese Sache bereit sind. Ich sage es trotzdem, weil ich weiß, dass es wahr ist. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Rider und ich mache dasselbe mit meinem. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Quasi, er kümmert sich ja um die Schwester und sie soll sich, also dein und mein Rider quasi. Ah, hat einen Moment gedauert. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Das ist das Quartier des Pathfinders. Ihr Quartier. Sams Router ist auch da unten. Kleidungs- und Panzerungsanpassung. Im Garderobenbildschirm Ihres Quartiers können Sie Ihr Freizeitoutfit wechseln oder Ihre Panzerung anpassen. Oh, ich habe die Vermutung, das Spiel wird mir noch sehr viel Kopfzerbrechen bereiten. Ich will auch so einen Laptop haben. Das ist Sam. Okay. Servus. Das ist das Extra-Zeug. So. Wow, hier geht's ja zu. Posteingang. Pyachak. An Raider von Henrik. Pathfinder. Es war großartig. Entschuldigung. Es war großartig, Ihnen zu begegnen. Sie sind ja ebenfalls am Abenteuer Wissenschaft interessiert. Könnten Sie uns vielleicht bei einem Experiment helfen? Wir haben hier einen interessanten Burschen auf der Nexus, einen jungen Pyachak, zu denen Menschen manchmal Weltraumaffen sagen. Er ist Teil einer Studie darüber, wie verschiedene Spezies sich an das Leben an Bord eines Schiffs anpassen. Wir hoffen, dass Sie ihn vielleicht auf die Tempest mitnehmen könnten. Sie können ihn jederzeit im öffentlichen Bereich der Nexus abholen kommen. Keine Sorge, er ist sehr friedlich und seine Routine ist simpel. Kein Essen nach 23.59 Uhr. Nicht baden oder duschen und nicht zu lange den Sonnenstrahlen aussetzen. Professor Herrick. Okay. An Raider von Dr. Aridana. Hallo Raider. Verzeihen Sie die Störung, ich habe ein Problem, das Sie und Sam vermutlich ganz einfach lösen können. Es könnte meinen Forschungen zur Geißel helfen. Wir können in den Nexus-Laboren persönlich darüber sprechen. Herzliche Grüße an Sie und Sam. Dr. Aridana, Leitung Astrophysik Nexus Labore. Interviews an Ryder von Carrie T. Weather. Hallo Pathfinder, ich bin eine unabhängige Dokumentarfilmerin und könnte bei meinem aktuellen Projekt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird von historischer Bedeutung sein, hoffe ich, genau wie Ihre Mission. Können wir uns zu einem Gespräch auf der Nexus treffen, dann kann ich Ihnen alles viel besser erklären. Carrie T. Weather. Das Gewölbe an Ryder von Kura. Ich kann dieses Reliktgewölbe immer noch an meiner Panzerung riechen. Ziemlich viel merkwürdiges Zeug da unten. Mein Jägerinnenhandbuch würde dazu sagen, die Kante des Rasiermessers zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten lehrt dich, was weggeschnitten werden kann.
Wenn ich so zurückdenke, erinnert es mich ein wenig an die Tempel auf Thesia. Die gleichen großen Räume und fließendes Wasser. Der gleiche Eindruck eines übergeordneten Zwecks, den man nicht wirklich begreifen kann. Werden wir wohl je erfahren, was ihre Schöpfer dort getan haben? Ora. Tempest Hex an Raider von Kallo. Hallo Raider. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Tempest mit maximaler Effizienz läuft. Und da Sie jetzt das Kommando haben, dachte ich mir, ich verrate Ihnen ein paar geheime Hex, die die Schiffskonstrukteure und ich im Code versteckt haben. Senden Sie einfach mit Ihrem Universalwerkzeug den Code JCSB, um das Debug-Menü zu öffnen. Kein Kaffeelimit lässt Sie den Kaffeeautomat in der Küche beliebig oft benutzen. Oh. Wasser Temp Override hebt die Warmwasserrationierung in der Dusche auf. Neue Waschreihenfolge setzt Ihre Kleidung im automatischen Waschzyklus an die erste Stelle. Viel Spaß damit und behalten Sie die Codes für sich, Kylo. Das sind Cheatcodes oder was? Wegen Ihres Vaters. An Ryder von Drake. Petra hat mir gesagt, was mit ihrem Dad passiert ist. Ich habe im Laufe der Jahre viele Leute verloren. Ich dachte mir, sie könnten ein wenig Aufmunterung brauchen oder wenigstens Ablenkung. Mir hilft das hier wenigstens. Dreck hat 37 Bilder von verschiedenen Gewehren und Schrotflinten angehängt. Zwei kommen doppelt vor, viele sind in schlechter Auflösung oder mit einem Wasserzeichen versehen. Raubkopie! An Ryder von Lexi. Anhang, kroganische Virilität und Aggressivität. Hallo Ryder. Angehängt finden Sie meine Dissertation über Krogana, die ich erwähnt habe. Ich weiß, es sind nur 500 Seiten, aber länger durfte sie nicht sein. Wenn Sie damit durch sind, habe ich noch eine umfangreichere Version für das Citadel-Fachblatt für Medizin, etwa 1400 Seiten, die viel mehr ins Detail geht und Darstellungen des Paarungsvorgangs enthält. Okay. ups. Und Yoga-Position. Okay. An Ryder von Lexi. Hallo Ryder. Angesichts der Kreislaufbelastung bei Ihrem Sportprogramm empfehle ich Ihnen 5 bis 10 Minuten dehnen täglich, um die Hüften zu öffnen und die Verspannungen im unteren Rückenbereich zu lösen. Die im Folgenden aufgeführten Positionen wären dafür bestens geeignet. Ich will nicht elitär klingen, aber obwohl die Menschen Yoga erfunden haben, wurde es doch erst von den Asari perfektioniert. Kurrens Bogen. Stellen Sie sich breitbeinig hin, einen Fuß nach außen gedreht. Ja, welchen? Atmen Sie tief ein. Beugen Sie Ihren Oberkörper beim Ausatmen in die Richtung Ihres ausgestellten Fußes, bis Ihre Hand Ihren Knöchel berührt. 5 Sekunden halten, dann die Seite wechseln. Devoras Umarmung. Legen Sie sich auf den Rücken und legen Sie die Fußsohlen gegeneinander, sodass Ihre Beine ein Karo auf dem Boden bilden. Legen Sie die Handflächen auf den Boden und drücken Sie die Hüften nach vorne, aber übertreiben Sie es nicht. Alles klar. Haltung der Matriarchin. Knien Sie sich hin und atmen Sie tief ein. Führen Sie beim Ausatmen beide Hände zusammen, sodass Sie ein Dreieck bilden. Schwingen Sie die Arme beim zweiten Einatmen über dem Kopf. Und beugen Sie sich vor, bis Ihr Oberkörper sich zwischen den Schenkeln befindet. 3 Atemzüge lang halten und dabei jedes Mal ein Stück tiefer sinken. Ey, das tut mir ja bei der Vorstellung schon weh. Geben Sie mir bitte Bescheid, falls Sie Bilder oder Videos benötigen. Okay. Wo kann ich hier Bescheid geben? Wieso kann ich hier nicht antworten?
Ist doch Beschiss. Sam. Hallo Scott. EOS war eine Lektion zum Thema Kontrast. An Alec Ryder wurde fast nie gezweifelt. Seine Errungenschaften wurden für selbstverständlich gehalten. Aber sie waren trotz Zweifel und Angst auf EOS erfolgreich. Emotional ist der Unterschied ungefähr damit vergleichbar, ob man einen Ball fängt oder einen Stern. Sie sind daran gewachsen. Und ich auch. Mhm. Sarah und ich, das hört sich doch mal gut an. Wie hat Dad das mit mir und Sarah beurteilt? Er hat geglaubt, dass die Familienkrisen sie näher zusammengebracht haben und hat gehofft, das würde so bleiben. Anscheinend war diese Hoffnung wohl begründet. Mhm. Danke, Sam. Das genügt. Gut. Was, die Feuerwehr? Mit Dr. Aridana sprechen? Aufgabe, Weg eines Helden mit Kerry treffen. Kommt da noch mehr? Ein besserer Anfang mit Ten im... Ah, okay. Oh, wobei das hier schon reiz aussieht. Haben wir hier sonst noch was? Nö. Also, wir merken uns, hinterm Nomad ist unser Quartier. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Schapim, genau, und die Krankenstation ist auch da hinten. Ich rede mit ein paar Leuten. Vielleicht können sie dich ja bei der Kommunikation brauchen. Du ziehst also mit dem Pathfinder los und ich soll auf ein Funkgerät starren. Entweder das, oder du hilfst Cash beim Aufräumen. Oh, hey, Pathfinder. Der Pathfinder ist bei dir? Lass mich ihm Hallo sagen. Na schön, aber blamier mich nicht. Ryder, das ist Cid, meine Schwester. Cid, Ryder. Ihre kleine Schwester, richtig? Hat sie überhaupt schon mal eine Schwester erwähnt? Wir raten einfach mal. Lassen Sie mich raten. Ihre kleine Schwester? Wen nennen Sie hier klein? Hör mal, Kleine, ich muss jetzt los. Warte, Ryder, ich wüsste gerne, ob... Also, ich weiß, es wirkt, als wäre ich einfach so an Bord Ihres Schiffes gegangen. Ohne jede Erklärung. Eine Erklärung wäre nett, ja, das finde ich auch. Jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt dafür. Ich glaube... Nein, ich bin mir sicher, ich kann Ihnen hier von Nutzen sein. Ich kenne jedes Mitglied der Besatzung. Ich weiß sogar, welche Aktoren Gil für das Schiff bevorzugt. Und was noch besser ist, ich weiß, wie man sie besorgt. Mit mir kann Ihre Crew das Beste aus sich herausholen. Hier ist seit Monaten alles nur schiefgegangen, Ryder. Aber jetzt, wo wir Sie haben, haben wir da draußen eine Chance. Mir gefällt, wie engagiert Sie sind. Aha, hier können wir auch viele töten. Sie können mit Waffen umgehen, oder? Wir brauchen Leute wie Sie. Also wäre das hier keine Flirtoption, würde ich sagen ja. Aber hier flirten, tralala, hast du nicht gesehen? Machen wir erstmal noch nicht. Aber so engagierte Leute mit genügend Selbstbewusstsein, naja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, sie ist hart an der Grenze zu viel Selbstbewusstsein. Aber ja, wir brauchen Leute wie sie. Wir brauchen fähige Leute und es klingt, als wären sie das. Also, willkommen an Bord. Ja. Wenn Sie jemanden brauchen, der Ihnen das besorgt, was Sie wollen und auf alles schießt, was Sie stört, bin ich genau die Richtige. Hier steht für uns alle viel auf dem Spiel. Wenn es weiter so läuft wie bisher, sind wir alle tot. Ich sollte mich jetzt auf die Suche nach Gils Aktoren machen.
Ein paar inoffizielle Quellen anzapfen, wenn Sie verstehen. Bis später, ja? Vitra Rüx. Wir können doch damit sicher noch ein bisschen labern. Terraforming, Atmosphärenwandler, Gravitationsschächte, alles vernichtende Mörderblasen. Wir hatten wirklich keine Ahnung, was in Helios auf uns zukommen würde, was? Deshalb ist es ja auch ein Abenteuer. Manche Informationen sind geheim. Ja. Irgendjemand muss es gewusst haben. Vielleicht hat man es uns einfach nicht erzählt. Wusste Ihr Vater es? Ich bin mir nicht sicher. Ich will einfach nur sagen, ich hoffe wirklich, Sie haben einen Plan, Ryder. Also die Aussage ist schon mal völliger Quatsch. Der Plan ist, ein Zuhause zu finden, ja. Der Plan hat sich nicht geändert. Wir müssen ein Zuhause finden und wir werden alles tun, was dafür notwendig ist. Ich mag Ihre Entschlossenheit. Sie gibt mir das Gefühl, dass wir es tatsächlich schaffen können. Ich meine, was bleibt uns auch anderes übrig? Die Alternative ist, es nicht mal wert, darüber nachzudenken. Sind Sie vergeben? Na? Nein, da warten wir noch.